Willkommen zurück, Super Mario Freunde, zu Paper Mario. Ich bin hier im Kampf gegen Hypra Goomba und werde als erstes mal... Nee. Als erstes werde ich sie angreifen. Und dann wechseln wir zu... Wobei... Nee, jetzt kann mir gar nichts passieren. Dann wechseln wir noch nicht zu Lady Boo. Und ich wäre ab, perfekt. So. Dann ist der besiegt. Wir kriegen wieder 4 Sternpunkte. Aber das nächste Level ist auf jeden Fall noch in weiter Ferne mit 37 Sternpunkten. Ah, und ein Herz. Das würde ich ganz gerne mal im Erstangriff landen, aber es ist echt nicht einfach gegen die. Eine allein, das ist natürlich traurig. Da hat er mir so einen ekelhaften Trockenpilz überlassen, den ich aber gar nicht möchte. Endlich ein Erstangriff. Aber gegen 3, oh Gott. Tja, ich muss ihn trotzdem besiegen. Ja, und der lädt sich jetzt auf, das ist gefährlich. Und der auch. Okay. Dann werden wir jetzt zum ersten Mal Lady Boo einsetzen im Kampf. Und sie wird uns unsichtbar machen für 2 Blütenpunkte. Das ist echt viel, aber das ist es auf jeden Fall wert. Denn so nehmen wir keine 16 KP Schaden. So. Dann erledigen wir den hier mal. Lädt sich wieder auf. Oh, ist ja blöd. Und er auch. Ja, da muss ich nochmal abwehren. Wobei, den einen kann ich ja töten. Ja, dann mache ich den erstmal fertig. Und dann machen wir uns nochmal unsichtbar. Und ins Nichts mit dir. Okay. Ja, lad dich ruhig auf, es bringt dir nichts. Du bist jetzt erledigt. So, 6 Sternpunkte sind mal gut. Was die mir Trockenpilze geben. Ich glaube, das ist einfach nur mal so einfach nur, um mich zu verhöhen. Aber hier habe ich keinen Schlüssel. Das heißt, ich komme nicht in die Windmühle. Wir müssen weitergehen. Okay. Gehen wir hier weiter durchs Windtal. Oder wie es hieß. Oh, Lady Boo. Welche Überraschung, euch hier zu sehen. Aber ihr wisst, eure Ladyschaft, dass ihr nicht herkommen solltet. Es ist viel zu gefährlich. Tubablubba könnte jeden Moment hier auftauchen. Ich weiß. Ich kam her, um Tubablubba eine Lektion zu erteilen. Wie stehen die Dinge? Wann ist er das letzte Mal hier gewesen? Gerade erst gestern, Lady. Es war schrecklich. Er... Diesmal hat er Herbert verspeist. Es war so grauenvoll. Der arme Herbert. Stets war er so finster und deprimierend. Was für ein großartiger Buhu. Oh nein, nicht Herbert. Ah, Tubablubba. Er muss aufgehalten werden. Hört mir alle zu. Fürchtet euch nicht. Wir sind hier, um Tubablubba ein für alle Mal zu besiegen. Dieses Monster hat seine letzte Buhu-Mahlzeit zu sich genommen. Oh, Lady. Euer Mut ist so inspirierend. Aber ihr wisst, dass man ihn den unbezwingbaren Tubablubba nennt. Bitte seid vorsichtig. Wird euch egal, wie er heißt.
Was hast du zu sagen? Kumpel, wusstest du, dass du leise und unbemerkt gehen kannst, wenn du den 3D-Stick nur ein bisschen bewegst? Du kannst diese Technik einsetzen, wenn du dich an schlafenden Gegnern vorbeischleichen willst. Echt? Okay. Einmal speichern. Kann ich in das Gebäude hier rein? Das ist offen. Ja, für eine Münze. Was hast du zu sagen? Sei vorsichtig im Kampf gegen Hyper-Gumbas. Die laden sich mit Energie auf und setzen diese dann plötzlich frei. Wenn sie sich aufladen, solltest du Lady Boos unsichtbar einsetzen. Mach ich doch. Ich hatte einen Freund, der das geschafft hat, aus Tobabubas Schloss zu entkommen. Er hat gesagt, der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses befindet sich in der innersten Kammer. Achte auf das Herz und den Körper. Als er weiterreden wollte, da hat ihn Tobabluba verschlungen. Naja, ich frag mich, wie der Rest seiner Nachricht wohl gelauten hätte. Wir werden es nie erfahren. Rest in Peace. Oh, hallo. Schwache Vorstellung, ich weiß, Verzeihung, aber ich hatte letzte Nacht einen so eigenartigen Traum. Die Stimme in diesem Traum sagte, manchmal musst du dich umdrehen und davonlaufen. Du musst laufen und laufen, bis du den Turm mit den sich drehenden Flügeln erreicht. Oder so ähnlich war es. Was das wohl bedeutet? Das ist wohl die Windmühle. Meinem Freund gelang die Flucht aus Tobablubas Schloss. Er behauptet, Tobabluba würde etwas von höchster Wichtigkeit in seinem Bett verstecken. Ich frage mich, was es wohl sein könnte. Ja, ich frage mich das auch. Ich würde auch ganz gerne mal in seinem Schloss ankommen. Hallo? Du wirst doch Tobabluba vermöbeln, oder? Yay, räche uns. Nie wieder soll er sich an einen Geist vergreifen. Nie wieder. Besonders nicht an... Oh, oh nein. Tobabluba kommt. Versteckt euch. Lady Boo, ihr müsst Mario verstecken. Mario, wir müssen uns verstecken. Setze meine Kraft ein, sofort. Drücke nach unten. Okay. Oha, da ist er. Das ist in Ordnung, Lady. Er kann euch nicht sehen. Auf keinen Fall kann er euch jetzt sehen. Oh oh. Sieht lecker aus. Hat mir gerade recht. Ja. Ein bisschen streng, aber gut. Oh, Stanley. Oh, von allen schrecklichen Dingen. Ja, da hat es auch Stanley erwischt. Der wird jetzt verdaut. Oh, ah, das war nicht gut. Ja, die machen mega viel Schaden. Und ich weiß auch nicht, wie ich die besiege. Nee, Quatsch. Holen wir erstmal Gumbario. Und lassen ihn dann scannen. Das ist ein Hyper-Kirk. Die verfügen über eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Maximal KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Oh. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Sie werden dich aber verfehlen, wenn du unsichtbar bist. Ihre Verteidigung fällt auf 1, wenn du sie mit einer Explosion umkippst. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben auch Stacheln. Das kann mächtig wehtun. Okay. Aber er lädt sich nicht auf, das ist gut. Die machen mir so schon viel Schaden. Gut. Gumbario, du hast ausgedient. Jetzt ist Bombett dran. Mit der Bombe. 2 Schaden, aber er liegt auf dem Boden und hat keine Verteidigung mehr. Deswegen springen wir auf ihn. Oder er hat nur noch eine Verteidigung. Jedenfalls reicht der Sprung. Wir kriegen 3 Sternpunkte. Und sind glücklich. Erstmal. Ja, aber auf Quirks habe ich eigentlich gar keine Lust. Das sind nämlich wirklich ekelhafte Gegner. So, Paracarry. Wobei, ich glaube, ich hätte eher Cooper nehmen sollen. Ja. Und da haben wir Schwirschwar. Verwirrt und lebt mitunter alle Gegner für kurze Zeit. Aber ich habe keinen Platz dafür. Ich tue das Vasenblatt raus, oder? Was ist ja selten, ah. Das Ei? Ja, ich tue das Ei raus. Wäre ich schlau, würde ich das Ei jetzt erst benutzen, aber...
zu anstrengend. Ja, dann hol den Hammer halt nicht raus, Mario, danke. Powerpanzer. Okay, er lädt sich auf. Ich hoffe, der andere nicht. Oh, natürlich. Ja. Ich erfrische uns. Oh, wobei, das war jetzt sehr dumm. Ja, das war wirklich dumm. Oh, jetzt kriege ich mich gar keinen von ihm besiegt. Das hier kann ich versuchen. War trotzdem nicht ideal gelöst, weil das hat mich jetzt einfach nur viele Blütenpunkte gekostet. Oh mein Gott. Ich bin so unfähig. Naja, das geht ja. Wir kriegen auch Blütenpunkte zurück, dann ist ja alles gut. Was haben wir hier? Münzen. Und hier haben wir Tarngel. Macht Mario für kurze Zeit transparent und unverwundbar. Aber ich habe wieder keinen Platz. Das ist echt blöd mit dem Platz. Oh, ein Brief. Brief an Feisty am Nimmernimmerwald. Soll er nicht sehr viel Schaden machen. Nämlich gar keinen. Toll. Oh Gott, das sind jetzt wirklich harte Gegner. Ich hole trotzdem Bombett. Und nicht Lady Boo. Denn ich will hier viel Schaden auf einmal machen. Ja, es geht so. Oh, ich bin so dumm zum Abwehren, ey. Aber immer laden die sich nicht auf. Okay. So. Und Body Slam. Wird eigentlich ganz gut funktionieren gegen den. Ja. Reicht auf jeden Fall. Okay. Ja, Gumpa abwenden ist halt nicht schwer, aber manchmal bin ich trotzdem schlecht. So. Und mal weiter. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Ah, ich krieg dich. Oh Gott. Das sind viele. Das sind eigentlich viel zu viele. Und die laden sich natürlich auf, das heißt, ich muss auf jeden Fall Lady Boo holen, sonst, ja, gibt es ein Gemetzel. Hab ich fast Paracarry rausgeholt. Oh Mann, ey. Schade, dass sie keinen Schaden nehmen, wenn die einfach so ins Nichts fliegen, aber naja, dann halt nicht. Ich muss auf meine Blütenpunkte aufpassen. Wir haben gerade nicht mehr so viele. Und jetzt lädt er sich schon wieder auf. Das gibt's doch nicht, ey.
Ja, so krieg ich die halt nie besiegt. Wieder unsichtbar machen, kostet ja nur 2 Blütenpunkte. Wir haben ja noch genug. Das ist gut, dass wir noch keine Peaks Hyperglummer gefunden haben. Falls es die überhaupt gibt, aber ich glaube schon. Scheinbar laden sich entweder alle gleichzeitig auf oder gar nicht. Sehr seltsam. So, Ohrfeige, wie geht das denn? Drücke so schnell wie möglich nach links. Okay. Oh Gott! Aber das war gar nicht schlecht. Oh, okay. Duplex-Sieb also. Und 8 Sternpunkte, das ist ordentlich. Ah, die Enemies lasse ich jetzt mal liegen. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Ja. Heftig. Ist auch eigentlich so ein Kampf, aus dem ich lieber fliehen würde. Zumal Bombette jetzt auch nicht mehr so viel bringt, weil ich keine Blütenpunkte habe. Ich kann das ja noch einmal benutzen. Oh Gott, ich bin... einfach vom Controller abgekommen. Stehen die auf? Nein, die stehen nicht auf. Nochmal Body Slam. Aber das gibt mir jetzt 9 Blütenpunkte, das ist richtig viel. Dann nehmen wir uns ja doch einen neuen Level. Langsam aber sicher. Oh, das gibt Blütenpunkte zurück. Okay, aber oben geht's weiter. Mit Parakiris Hilfe kommen wir auch hier rüber. Ob ich mit ihm hier kämpfen möchte, ist die Frage. Ja, Luftangriff ist das Beste. Macht halt nicht viel Schaden, weil ich zu doof bin zum Time, aber naja. Gut abgewehrt. Auch abgewehrt. Das Problem ist halt, dass Paracarry nicht so der beste Kämpfer ist. Das liegt auch nicht nur an mir, das liegt einfach daran, dass er halt nicht so das geile Zeug hat. Und natürlich ist er auch noch nicht aufgestiegen. Anders als Gumbario, Cooper und Bombette. Aber sein Timing ist auch wirklich schwer, finde ich. Laden die sich hier nicht auch, deswegen ist das alles gar kein Problem, aber trotzdem. So, wieder 6 Sternpunkte. Nee, will ich nicht. Will ich immer noch nicht. Ein Sternsplitter? Nein, jetzt kein Sternsplitter. Ja, dann machen wir das jetzt so. Ich bin schon wieder im falschen Menü.
Bringt mir halt gar nichts, den zu essen. Ich esse das Vasenblatt. Ich glaube, das soll man eigentlich verkaufen, aber... Ich will den Superpilz auf jeden Fall mitnehmen. Als ob... Nein! So. Und da ist ein Sternsplitter, aber hier ist vor allem erstmal ein Kirk, ein Hyper-Kirk. Oh, noch zwei von den Goombas. Powerbombe. Yes! Anstrengend. Oh. Okay, dann Sprung. Sehr schlecht, aber reicht ja. Oh, die geben auf einmal 4. Warum geben die auf einmal 4 Sternpunkte? Ich hab doch gerade mal 3 gegeben. Ja, ihr könnt mir nichts mehr. Ihr seid jetzt gleich besiegt. Okay. 12 Sternpunkte, ordentlich. Jetzt brauchen wir noch 4, dann kriegen wir ein neues Level. Dann sind wir auch geheilt. Oh, so viele Münzen. Jetzt will ich erstmal hier den Sternsplitter holen. Da. Oh, noch mehr Münzen. Perfekt. Ja, schon das Schloss. Das ist hier ein bisschen anders. Okay. Da kann man speichern. Sehr schön. Und da geht's rein. Ja, okay. Ich möchte aber trotzdem eigentlich noch eben kurz Sternpunkte holen. Bevor es weitergeht. Und die Gegner sind noch nicht respawned, oder? Doch, sind sie. Ach, das war jetzt wieder dumm. Ja, das war sehr dumm. Bringt halt nichts. Will ich... Ah ja, wobei... Na, das Problem ist... Ah, das Problem ist, ich bin zu dumm, ey. Ja, ich muss... nichts tun. Oh verdammt, ey, was habe ich getan? Ja, es war dumm. Ist mir auch egal wegen dem Geld. Das ist in Ordnung. Das war auch nicht so gut, aber ist egal. Ja, jetzt laden die sich schon wieder auf. Oh Mann. Aber ist egal. Sollen die machen. Sollen mich auch ruhig treffen. Wir haben ja gleich ein Level up. Und selbst wenn ich beide hier nicht besiegt kriege, machen die höchstens 16 Schaden, also es ist auch egal. Aber naja, es sind nur noch 8 Schaden, die wir nehmen. Ob ich das überhaupt abwehren kann? Weiß ich gar nicht. Egal. So. Und Level up. Auf was gehe ich jetzt? Ich würde sagen Ordenpunkte.
Ich muss dann nur wieder auch Orden ausrüsten. Hätte ich den gerne. Ich hätte eigentlich ja schon ganz gerne. Nicht den Powersprung, aber den Multisprung. Und vielleicht. Nee, nicht den Powerhauer. Dachschild. Ja, nehmen wir Dachschild. Nee, geh weg. Okay, Leute, ich würde sagen, für diesen Part war es das. Im nächsten Part werden wir ins Schloss gehen und uns, ja, dran machen, Tubba-Blubba ausfindig zu machen, um ihn zu besiegen. Das wird nicht einfach, ganz sicher nicht, aber wir müssen die Buhus retten und dafür lohnt es sich. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen, wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin, wie immer, alles Gute.